wenn man überlegt, dass Leute ohne dich keinen Strom hätten. Also man versorgt die Leute mit Strom und man ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass eine Leitung passt, dass das Haus überhaupt Strom hat. Man macht wichtige Aufgaben fürs Unternehmen. Auch im ersten Lehrjahr wird man gut integriert. Man hat viel Kontakt mit dem zweiten und dritten Lehrjahr, aber auch mit den Monteuren. Ich habe mich für die Obergruppe entschieden, weil ich hier viele Freunde habe. Da habe ich mich einfach mal beworben und dann hat man die Ausbilder im Bewerbungsgespräch ja kennengelernt. Und da fand ich auch, die sind mega cool und dachte, damit kann ich mir in Zukunft vorstellen, dass ich noch ein paar Jahre hier bleibe. Man wird hier auf jeden Fall gut betreut. Wir haben ja drei Ausbilder für uns. Die haben immer ein offenes Ohr, haben auch Verständnis, wenn man irgendwie mal einen Tag ja nicht so fit ist. Dann kommen sie trotzdem zu einem und sagen, ja komm, morgen wird es besser oder so. Also mit denen hat man ein sehr gutes Verhältnis. Ich finde, am wichtigsten ist die Teamfähigkeit. Also, dass man so ein Grundverständnis hat, dass man mit jedem arbeiten möchte und auch lernwillig ist.